Guten Tag, ihr lieben MMORPG-Fans und willkommen zum Test zu Football Superstar. Ja, wir sprechen hier von Fußball, ja, im MMO-Style. Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik ein bisschen laut ist, deshalb werde ich jetzt mal ein bisschen lauter reden. Ja, ihr habt richtig verstanden, ein Fußballspiel in MMO-Design, was Krankeres beziehungsweise Beschissenes, gibt's gar nicht. Aber wir machen uns jetzt erstmal einen neuen Charakter. So, na endlich hört die Musik mal ein bisschen auf. Wir können hier natürlich wählen, für welches Land wir spielen wollen. Natürlich nehmen wir Deutschland. Irgendwie spackt das Game gerade rum. Und hier können wir uns noch einen Namen einhauen. Ah, da wird man sofort krank bei diesem Spiel. Einen Vor- und Nachnamen können wir noch wählen. Dann können wir auswählen, ob wir Männlein oder Weiblein. Warum? Genau, wir können das hier noch ein bisschen drehen, damit wir es sehen können. Wir können die Hautfarbe auswählen. Wir können auch ganz braun machen. Ich werde jetzt dieses Wort nicht sagen. Dann können wir den Kopf auswählen. Die Augenfarbe. Ja, die Augen, die Nase, die Lippen, Mund, Frisur. Oder alles ein bisschen zufällig. Und ja, das ist die Charakterkreierung. Extrem krass. Spannend, warum sollte man sich eigentlich... Ja, keine Ahnung. So, hallo. Ich will hier zurück. Ja, verwerfen. So, wir wollen jetzt mit den Zorgnern. Warum sollte man sich eigentlich einen Charakter machen? Ja, mit Augen und wie sich irgendwas. Augenfarbe. Beim Fußballspiel. Verstehe ich nicht. Aber wir betreten jetzt erstmal die Welt. Es gibt zwei Server bei Football Superstars. Die sind, die Population ist bei beiden niedrig. Ah, frage ich mich warum. So ein Weltklasse-Spiel. Ja, hier befinden wir uns jetzt in diesem Trainingscourt. Die Grafik ist sowas von geil. Ja, also hier, mal gucken, ob wir zu den Zuschauern laufen können. Hier oben, diese Videoplattform ist recht nett anzusehen. Ja, ist ja auch nur eine Videodatei, die wahrscheinlich abgespielt wird. Aber hier diese Fans, entweder können die sich nicht bewegen, aber es sieht extremo plastisch aus. Ja, extrem scheiße. So kann man es mal besser ausdrücken. Und es gibt gewisse Quests. Ja, wir haben ja auch eine Map, ja, falls wir uns hier verlaufen können in diesem, ja, 5 Meter Abstand. Könnte sehr tragisch enden. Dann haben wir noch unser Inventar. Ja, Farbe. Ja, da können wir dann die Erholungsrate, Kraft, ja, Fitnessattribute können wir, Fertigkeiten gibt es sogar. Also hier können wir uns so ausstatten, wirklich wie in einem richtigen MMORPG. Und wir werden jetzt einfach mal... Wo ist denn jetzt der Typ, wo ich hier was machen muss? Lisa Spielsuche Trainer. Ja, Übersetzung extrem krass. Und ja, ein kurzes Spiel zum Aufwärmen. Hier wird uns jetzt die Steuerung erklärt. Wir können das auch mit einem Controller machen. Aber, nee, habe ich jetzt nicht gemacht. So, jetzt geht's gleich los. Ja, Spannung, total zum Aufbauen. Ja, da bewegen wir uns. Oh, ja. Klasse Sache. Ein bisschen Werbung noch, Puma. Ja, nur Puma. Er ist wahrscheinlich der einzige Sponsor, der sich dafür gemeldet hat. Wir spielen hier ein 2 gegen 2. Und jetzt werde ich euch gleich mal diese katastrophale Steuerung etwas näher bringen. So. Ja, ist doch super. Oh, die Kamerafahrt, Mensch. Da kommt eine Spannung auf hier. So, Attacke. So. Wer bin ich eigentlich? Also eher nicht. Achso, ich bin hier. Genau, super. Oh, Torwart hat gehalten. Hier, Pass, Pass. Ja, Pass. Super, hingelaufen. Ah, doch. Ah! Ja, ist so geil, wenn man hier immer auf W drückt, dann schwenkt das hier so beschissen rum. Ja, der läuft so ein paar Meter weiter für immer W drücken. Ist ja ohne, was das sein soll. Die Steuerung ist sowas von katastrophal. So, jetzt versuchen wir... Ah, das mit der Kamera. So, jetzt versuchen wir mal zu schießen. Mann. Ja, versuchen zu schießen. Ja, oh Gott. Diese verfickte Steuerung, ey. So, Torschuss. Ja, ist doch super. Klasse. So, jetzt gibt man Ball. Wenn wir hier aufs Tor schießen. Ah ja, haben wir leider nie geschafft. So, jetzt wird es wahrscheinlich ein Tor. Nee, unser Keeper ist gut. Das steuert sich so beschissen. Das ist ein Wahnsinn.
Alter Schalter und Tor. Ah, ein Gegnertor. Ja, dieser Jubel von diesen Zuschauern, die sich einfach nicht bewegen. Ey, das ist ein Graus für ein Fußballspiel, Mann. Da hat sich sogar hier Super Soccer auf dem Super Nintendo besser gesteuert, als hier diese Quirle fand scheiße, ja. So, jetzt wollen wir mal eh mal aufs Tor schießen. Na, pass! So, jetzt! Na! Oh! Eine Dramatik hier. So, sprinten können wir hoch, wenn wir Shift drücken. Jetzt wahrscheinlich das nächste Tor. Nee, unser Keeper ist cool. Oh, ja, ja, ja. Wow, wow, wow. Ja, oh, Wahnsinn. Machen wir hier Seitenschießen oder was? Oh, diese Dramatik. Also, ich weiß ja nicht, also Fußball ist ja wirklich nicht so mein Ding, aber wie man das umsetzen kann, so schlecht, das geht gar nicht. Also, es steuert sich wie scheiße hier. Ja, die Kamera, ey, nimm mal richtig Gretchen kann man. Ach, Wahnsinn, Eckstoß. Wahnsinn hier. Es geht ab. Es ist... oh Mann, ey. So, ja, was denn hier? Ja, hältst du. Super, nach vorne. Sprinte doch schon. So, jetzt will ich aber auch mal einen Torschuss machen. Ja, je per. Die Pille und... schieß daneben. Super. Da muss man denn auch, wenn man schießen möchte, entweder nach unten machen oder nach oben die Maus. Somit dreht sich dann natürlich auch die Kameraperspektive. Das ist ganz übersichtlich, dieser ganze Scheiß hier. Ah, Kacke. So. Wie ist ja, nee, was bin ich denn hier eigentlich? Eine Frau oder... ja, ich soll eine Frau darstellen. Sieht einfach nur aus wie so ein brauner Klumpen, der hier irgendwie rumläuft. Ach, jetzt ist Halbzeit. Hm, Wahnsinn. Ja, werden wir mal schnell zurücklaufen. Werden wir mal gucken. Also, die laufen auch so, als ob sie gerade frisch eingeschissen haben. So, okay. Ach so, die verschwinden ja nicht. Der Blaue bleibt da einfach mal rigoros stehen. Also, Wahnsinn. Ja, da kommt so ein richtiges Fußballfeeling überhaupt. Ja. Boah. Ich kann es ja nicht in Worte fassen, ja. Da muss ich erstmal ein Schlückchen trinken. Ich glaube, dieses Spiel kann man nur im Vollrausch genießen. Denn es steuert, also bitte, ja, da setzt man lieber einen Panzer, da steuert das besser als so ein Scheiß. Die sehen auch alle aus, was sind denn das, siamesische Zwillinge hier oder was? Was denn jetzt? Haben wir jetzt falsch bewegt oder was? Oh, 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 Torschanz! Oh, oh, habt ihr das gesehen? Der hat sich übelst gedreht. Muss ich mal die Maus ein bisschen nach oben? Ach, ist das eine Scheiße hier. So, Attacke. Ja, ja, na, mach doch, kämpf doch. Pass. Ich laufe. Ja, warum schießt... ja, ist auch real. Eine Drecksscheiße ist das hier. Ja, komm. Ja, ja, ja. Ja, mein Mitspieler, mein NPC, der bewegt sich auch wie der letzte Dorftrupp. Jetzt lauf doch. Lauf. Tor. Tor! 1-1! Man mag es ja nicht glauben, ja, diese Spannung. Boah! Ein Müll! Absolute Kürre ist das. Wir werden das Spiel jetzt auch zu Ende machen. Gibt natürlich eine glatte 6, ja, weil MMO... oh, oh, oh! Das könnte was werden. Das könnte... ja, sprint doch, du! Der ist ja behindert, oder was? Ich drück nach links, er schießt nach rechts. Eine Pisse ist das. Ja, jetzt laufen wir uns noch gegenseitig. Nein! Oh, Torwart, super, super. Das Spiel bekommt natürlich eine tierische 6. Ja, oh, du Torwartnase, ey. Meine Fresse. Also hier MMO-Elemente im Fußballspiel. Also ihr kennt ja schon in Golf, in Tennis, aber so eine Dreckscheiße habe ich noch nie... oh. Oh, super Torwart. Super Torwart. Ja, hier, hier, hier. Mann, so schnell kannst du ja nicht reagieren hier bei diesem Scheißspiel. So, jetzt aber. Was soll ich denn hier noch machen? Ja, hä? Oh. Ja, die einzige Rettung ist unser Torwart.
Ja, Wahnsinn. Diese Steuerung hier, das kannst du vergessen. Wollt er gerade kacken, mein Typ, oder was? Aha. Pfosten. So, jetzt aber noch eine Torschance hier. 1-1. Will keine Verlängerung haben hier. Super. Nicht super. Ja, meine Mitspieler sind genauso beschränkt wie meine Figur. Dieser braune Haufen. So, jetzt will ich aber mal hier. Was muss ich denn hier drücken? Ah, jetzt spielt er das schon wieder dorthin. Na, lauf doch! So, jetzt aber. Ja, warum schießt der denn immer nur nach rechts? Ich drück doch schon nach links. In Jubilee Time? Countdown? Jo, ein Countdown gleich. Oh. Und, oh, hier. Ey, wenn du den nicht hältst, Alter. Ey, das war ein Rückpass, oder? Oh, nee, ey. Nachspielzeit. Oh, ich würde die Scheiße deinstallieren, Mann. Achso, die Namen, die natürlich richtig lagen, werden in der Videobeschreibung wieder stehen. Und dann werde ich auch die Top-Liste natürlich in meinem Kanal aktualisieren. Ich habe da extra ein schönes Textdokument. Also wer auch wirklich nur einen Punkt hat, kommt darin vor, damit er alles seinen rechten Gang hat. Was ist denn jetzt? Loading. Was? Gibt es die keine Elfer oder was? Ah nee, jetzt halt fertig. Du hast Folgendes verdient. Wow. Ja, Level Up bin ich bis jetzt noch, ne? Du hast so eben Level 2 erreicht. Wow, halt ja auch voll gesehen, wie ich Level Up erreicht habe. Ey, hier Leute, das Spiel ist sowas von Schrott. Ja, schon grafisch, Sound her. Das, ja, Grafik soll ja nicht alles sein beim Spiel. Aber bei Fußball sollte mindestens mal die Steuerung funktionieren, was das einfach mal nicht tut. Und das Spiel ist sowas von Schrott, also überhaupt nicht lohnenswert oder beziehungsweise spielenswert für Leute, die Fußball spielen. Spielt irgendwelche Manager oder so, die es im Internet gibt, wo man richtig Taktik und so einstellen kann. Aber diese Rotze ist wirklich das Letzte. Und ich verabschiede mich jetzt hier. Ich gehe mal erstmal hängen. Euer Zuhaken. Ciao.